Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Repetanze. Wir werden heute mit Jacob und Esau spielen, weil wir in der letzten Folge ja freigeschalten haben. So schwer können die schon nicht sein. Ich habe die auch schon einmal gespielt, da bin ich sehr, sehr schnell gestorben mit denen, weil die einfach doof sind. Jacob und Esau, kurz erklärt, es sind einfach, ja, Jacob und Esau, also man spielt zwei Charaktere auf einmal. Beide schießen auch, beide haben auch einzelne Leben. Wenn einer von beiden stirbt, dann hat man ganz verloren. Man kann Esau, das ist der Rote, den kann man stehen lassen und dann quasi mit Jacob einfach rumlaufen. Ich habe noch nicht rausbekommen, oder ich weiß auch gar nicht, ob das geht, ob man Esau auch irgendwie von sich aus steuern kann. Aber ich glaube fast nicht. Zumindest habe ich das noch nicht rausgefunden. Und ja, ist eigentlich ganz witzig, weil ja, man hat halt zwei Charaktere, ne? Zwei Charaktere, die angreifen, heißt doppelter Damage, ist ganz nett. Guck mal, vor allem für so einen Raum, wo wir jetzt gerade sind, kann man einfach die Mehrfronten-Taktik fahren. Da-da-da-da-da-da! Ist eigentlich ganz cool. Aber man steuert halt beide immer gleichzeitig. Ansonsten ist auch zu sagen, sie teilen sich auch die Bomben und sowas, aber es wird nur eine Bombe eingelöst, wenn man sie einsetzt. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Wir können, glaube ich, schon zum Boss. Aha, ihr seid zu zweit? Kein Ding, wir sind auch Geschwister. Geschwister gegen Geschwister. Werden wir mal gucken, wer das bessere Geschwisterpärchen ist. Ja, I don't know. Achso, was ich auch noch nicht erzählt habe, ist, dass die ihre Stats auch teilen und ihre Items auch. Also nicht teilen, sondern jeder hat seine eigenen Stats und Items. Heißt, man muss auch aufpassen, wem man die Items geben möchte, wer stärker sein will und so. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, ich werde Jacob zu meinem starken Typen machen, also der Frontmann, deswegen kriegt der jetzt auch hier dieses Damage ab. Und der Esau, weil der super häufig irgendwie getroffen wird bei meinem Playstyle, soll mein Tank werden. Das heißt, alle Leben gehen zu Esau und alles, was uns stärker macht und sowas, zu Jacob. Und bei Jacob müssen wir natürlich aber auch aufpassen, dass er keine Leben verliert. Das müssen wir sowieso bei beiden. Ist so blöd, aber passt schon. Und was gibt es noch für einen Vorteil bei den beiden? Man kann... Wie setzt man denn diese Karte eigentlich ein? Ich habe gar keinen Plan, wie das geht. Egal, Empress bringt ja sowieso nichts. Wir können zum Boss gehen, mal gucken, ob ich hier... Wie setze ich diese Karte ein? Oh nö, nein, jetzt wird mein Esau getroffen. Oh, aber nur der Esau wird getroffen. Ich habe also noch eine 100% Devil-Chance. Cool, cool, cool. Okay, wir dürfen nicht getroffen werden, weil Esau getroffen worden ist, aber der blaue Herzen hatte, haben wir unsere Devil die Chance nicht vergeudet. Okay, sehr cool. Und ich weiß jetzt auch, wie man diese komische Karte benutzt. Nice. Aber was habe ich Ihnen gesagt? Genau, die teilen sich die Items. Habe ich alles schon erzählt, ne? Und deren Stats auf der linken Seite seht ihr auch, da gibt es ja jetzt doppelt so viele Stats, sind auch pro Typ. So, Devil Deal haben wir dieses Seven Seals Ding. Nehmen wir mal mit Jacob, weil der sowieso so viele Leben hat. Das passt schon. Und ich glaube, ich habe den goldenen Raum noch nicht. Ne, müssen wir erstmal doch mal den goldenen Raum in diesem Spiel finden. Seven Seals ist auf jeden Fall auch mega stark. Da kommt immer... ja, so ein Typ hier hinter dir. Achso, ich habe mich auch verändert. Ich habe Mods installiert, Leute. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Also sowohl im Menü sind jetzt die Charaktere halt bunt und sowas. Und wenn ich hier auf so ein Item zulaufe, dann könnt ihr lesen, was die machen. Weil sich in der letzten Folge haben sich zwei Leute beschwert. Ich glaube, das war der Medusa und der YOLO King, dass sie das Spiel nicht so ganz raffen. Und für die habe ich das jetzt einfach mal hinzugefügt. Jetzt könnt ihr einfach immer pausieren und für mich ist das wahrscheinlich auch ganz gut. Und dann gucken, was die Items so machen, falls euch das interessiert. Ist doch eigentlich ganz nett. Ist auch ein bisschen Cheating, aber man kann es ja sowieso nachgucken und keine Ahnung. Schätzen. Und der könnte uns ja eventuell ein Leben geben. Unserem Esau geht es nämlich gar nicht gut. Er hat uns... Ja, doch. Temperance, ach da. Temperance können wir auch hier hinlegen auf jeden Fall. Und dann irgendwie beide... Wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir unseren Esau nicht töten, ne? Aber beide dann in die Luft sprengt. Ja, wo packe ich es hin? Ich hab voll Angst, dass ich irgendwie mit meinem Esau dagegen laufe und dann irgendwas sterbe. Nein, ich bin so dumm! Ich habe nicht überlegt, dass ja beide eine Bombe legen. Ich habe meinen Esau selbst umgebracht. Ach Mann, ich habe nicht drauf gedachtet. Ich habe nicht dran gedacht, dass beide eine Bombe legen. Okay, das war richtig dumm. Aber, ja doch, wir hatten schon gute Items. Vor allem diese Seven Steals. Egal, wir machen es nochmal. Ach man, ja, das ist halt Jacob und Esau. Jacob und Esau sind irgendwie komisch. I don't know. Okay, diesmal konzentrieren wir uns mehr. Wir achten darauf, dass die Bomben von beiden gelegt werden. Ich habe es vor allem davor noch erzählt. Richtig dumm. Ach man, ey.
Aber wir bleiben trotzdem bei der Taktik, die wir davor hatten. Das heißt, alles, was irgendwie Damage macht, geht zu Jacob. Und alles, was Leben gibt, geht zu Esau. Ich glaube, das ist eine relativ gute Taktik. Let's see. What we got you? Tja, was kommst du uns noch zu erzählen? Aber danke für den Damage. Ich hätte lieber kein Damage. Ich habe Luca geguckt. Also ich habe jetzt Disney Plus, habe ich mir erschnurrt von einem Kumpel. Weil der das hat. Und er hat mir dann einfach mal seine Daten gegeben. Voll nett von ihm. Und dann habe ich erstmal Luca nachgeholt. Kennt ihr den Film Luca, Leute? Da geht es um zwei kleine Jungs, die so Seeungeheuer sind, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. So, das geben wir auf jeden Fall Esau. Und wenn die aus dem Wasser rausgehen, dann werden wir zu echten Menschen. Und nahe von dem Ort, wo die leben, gibt es ein Dorf, das diese Seeungeheuer jagt. Und das heißt, wenn die dann auffliegen, scheiß komische Fliegen hier, dass sie dann in Gefahr sind. Und das ist ein sehr süßer Film. Und egal, was Disney sagt, irgendwie geht es da auch um LGBTQ, beziehungsweise ums Schwulsein. Und das ist so voll süß. Und ich habe tatsächlich auch am Ende ein bisschen geweint. Und ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe geweint, weil das so süß war, nicht weil das irgendwie traurig war oder so. Ja, ja. Aber das kriegt Pixar sowieso immer ganz gut hin. Pixar? Ich finde, Pixar macht tatsächlich auch bessere Filme als Disney. Ich weiß, es ist Disney-Pixar, aber Pixar ist ja irgendwie auch eine eigene Firma. Ich finde, die machen bessere Animationsfilme als Disney an sich. Change my mind, Leute, change my mind. Die finde ich auf jeden Fall sehr viel kurzweiliger und auch mit mehr Sinnigkeit dahinter. I don't know. Ich mag die auf jeden Fall mehr. So, was haben wir denn hier jetzt eigentlich? So ein komisches Scheißhäufchen in Gelb, I guess? Ist das eine gelbe Farbe? Die gelbe Farbe ist doch eigentlich immer auf Zack, ne? Die hat immer so richtig viel Energy, Intus und so. Oh, die gelbe Spritze. Würde ich fast sagen, geben wir Esau in der Hoffnung, dass er ein rotes Herz bekommt. I don't know. Ne, er ist auf jeden Fall schwächer geworden. Hm, ob das so gut war? Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch den goldenen Raum. Und hier haben wir auch noch einen, eine Bücherei mit richtig vielen coolen Büchern. Allerdings müssen wir Leben verlieren. Und ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Das ist richtig schlecht. Also mit ganz viel Pech können wir jetzt einfach sterben bei dem Versuch, uns so ein Büchlein hier zu holen. Ich glaube, ich nehme dann Book of Sin mit, weil da kann wirklich alles Coole kommen. Wir leben sogar noch. Setzen wir auch gleich mal ein und kriegen eine Joker-Karte. Geil, Mann. Weil wir haben sowieso den Teufelsdeal nicht bekommen. Ja, gehen wir hin. Das, oh, mega gute Items. Oh, ich hätte gern beides, aber ich werde garantiert sterben, wenn ich beides nehme. Also wir nehmen auf jeden Fall das rechte Ding mit. Weil, aber egal wie viele Leben es abzieht, es gibt einen auch schwarze Herzen. Und ich glaube, dann sind wir erstmal gut dabei. Oh, ich bin so gespannt, wie viele Leben wir gleich haben werden. Wir brauchen auf jeden Fall trotzdem noch den goldenen Raum. In der nächsten Ebene können wir leider erst sehen, wie viele Leben wir tatsächlich haben. Ich befürchte, dass Esau nur ein rotes Herz hat, vielleicht ein blaues Herz. Und Jacob hat wahrscheinlich nur noch die schwarzen Herzen, die wir jetzt durch diese Kutte bekommen haben. Aber wer weiß das schon. So, irgendeine Random-Pille, Amnesia, geil, I don't care. Und der Flash, okay, ja, warum nicht? Hier, Esau hat sowieso noch kein Item. Dann nimm mal mit, Esau, Flash alles weg. Eigentlich ein ganz witziges Item, weil man damit die ganzen Gegner, glaube ich, in Scheiße verwandeln kann, nicht wahr? Er sagt, das ist Scheiße. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Die werden einfach weggespült. Wenn es schon Scheiße ist, dann spült man die damit einfach nur weg. Okay, I didn't do that. So, hier haben wir auf jeden Fall noch einen blauen Stein. Und diesmal sind wir smart. Wir wissen ja, dass beide eine Bombe hinlegen. Dann können wir Jacob hier rechts packen. Siehst du? Hat uns immerhin zwei Münzen gebracht. Geil. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles in dieser Ebene. Gut, Königin. In die nächste. Achso, was eigentlich. Unser Ziel heute ist natürlich wieder. Oh, mega gutes Item. Unser Ziel ist, den Final-Final-Boss zu besiegen. Ja. Genau das. Also nicht die weiße Mutter, das haben wir ja die letzten Male immer wieder gemacht. Sondern wir wollen den Final-Final-Boss gehen. Ich habe mich da ein bisschen zu durchgelesen. Dafür braucht man so einen Quick-Key. Dafür müsste man ein Twinket bei einem Boss liegen lassen, aber das ist später mehr. Mega, wir kriegen Book of Revelations. Flash braucht doch keiner. Okay, es hat sogar Esau, das ist perfekt. Dann können wir ihn jetzt immer mit blauen Herzen füttern. Und was sollen wir hier jetzt machen? Dann ist die Chance auf jeden Fall höher, dass wir nicht sterben, ne? Weil mehr Leben bedeutet nicht sterben. Aber wie sollte... Nein, ich hätte gar nicht erst nach rechts gehen sollen. Ich hätte da einfach links durchgehen sollen. Ach lol, wenn ich zu lange gedrückt halte, dass ich nur Jacob
bewegen möchte, dann verliere ich mein Twinket. Okay, alles klar. Dann gehen wir, glaube ich, einfach... Ja, okay, wir haben gerade getroffen. Cool. Nice. So eine Scheiße. So ein Kackraum. Wenn ich da einfach zweimal getroffen. Es tut mir übrigens leid, dass so lange kein Video mehr kam. What the fuck? Und ich bin auch irgendwie nicht mehr so im Fieber drin zu kommentieren. Ich bin irgendwie ein bisschen dumm geworden. I don't know. Was soll man denn auch bei Isaac kommentieren? I don't know. So, wir setzen jetzt auf jeden Fall beide Bücher ein. Let's go. Wir bräuchten ja nur noch ein Buch, dann kriegen wir den Bookworm, ne? Oh, und das ist sehr, sehr gut, dass wir hier diesen grünen Fuzzi bekommen, weil der gibt einem immer einen Ball of Bandages. Ist ja quasi auch ein Verteidigungs-Item, deswegen geben wir das mal dem Esau. Wir kriegen auch noch ein Devil Deal mit nur zwei schwarzen Herzen drin. So, wir haben ja jetzt schon das Book of Revelations für Esau. Das heißt, der hat sowieso unendlich Leben, mehr oder weniger. Heißt, wir geben die schwarzen Herzen lieber mal dem Jacob. Der hat sowieso nicht so viele Leben. Dann ist das unser schwarzer Magier des Todes. Okay, dann können wir mehr oder weniger zum Boss. Ist das schon Mutter? Nee. Okay. Hier sehen wir, was Mods auch machen können. Da ist, glaube ich, was schiefgelaufen. Also, der sollte aussehen wie ein Clown. Aber ich glaube, die Mod war noch für Afterbirth Plus. Und für Webpotence wurde das noch nicht angepasst. Deswegen gibt es jetzt so ein bisschen glitchy. Das ist ja richtig witzig. Aber es funktioniert irgendwie. Dadurch ist es auf jeden Fall schwerer, weil man nicht weiß, was er genau macht. Aber fast schon. Okay, wir haben eine Box bekommen. Das fand ich ja mega gut. Das ist sehr witzig. Das ist sehr witzig. Hoffentlich ist das nur bei dem so. Ich habe nicht wirklich richtig, richtig viele Mods aktiviert. Aber alle, die halt noch fair sind, sodass ich trotzdem noch Sachen freischalten kann, keine Sorge. So, ich glaube, dann sind wir schon in der Marm-Ebene, nicht wahr? Gegen einen Stapler plus ein Damage. Und der macht, dass man aus einem Auge nicht mehr schießen kann, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Sehr interessant. Ist der dann blöd, wenn man so... Es gibt ja Items, die machen, dass man aus dem einen Auge irgendwie mehr Damage macht als aus den anderen. Was, das wissen nämlich viele nicht. Isaac, also die Isaac-Charaktere, die schießen immer abwechselnd aus dem linken und dem rechten Auge. Ja, ja, Leute, das heißt, wenn dann ein Auge kaputt ist, bringt das nicht so viel. Deswegen ist Kane ja auch so komisch. Er hat auch eine Augenklappe. Und wenn man für den dann ein Item holt, wo er aus dem rechten Auge irgendwie mehr Damage macht, dann funktioniert... Oh, das wollte ich gar nicht. Dann funktioniert das gar nicht. Ich habe aus Versehen meine Karte eingesetzt, die ich gar nicht einsetzen wollte. Jetzt bin ich schon beim Boss. GG. Ich wollte eigentlich Tour of Clubs einsetzen. Whatever. Ey, aber dann bringt das halt nichts. Da muss man auch mal drauf achten mit dem Augengedüns. Nur so. Als Aua. Tipp am Rande. Wieso geht er genau um mich rein, der Blödmann? Mein Jacob hat schon wieder fast keine Leben. Wenn Mist. Oh, Krieg. Bitte sterben Sie. Wir kriegen noch einen Ball of Bandages. Das kriegt auf jeden Fall unser Esau, weil dann müsste sicher sein, Bällchen verwandeln, nicht wahr? Let's go. Ja, okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir hätten die natürlich auch aufteilen können. Oh, das ist auch ein sehr interessanter Raum. Hatte ich noch nie. Okay, was haben wir hier? Judgment. Könnten wir auch noch mit Judgment hochsprengen? So. Bombe setzen, schnell raus, wieder rein, sonst tue ich mir wieder selber weh. So finde ich das auf jeden Fall sicherer. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen das alles. Da können ja auch schwarze Herzen und sowas drin sein. Let's go. Pow. Nee, ganz... Doch, da war ein Item. Guck, lohnt sich, diese Dinger aufzusprengen. Mega gut. Dwayne Baby ist richtig, richtig krass. Hätte ich eigentlich Esau geben sollen, weil es ein Verteidigungs-Item ist. Aber wenn gegen dieses Baby eine Träne gegen knallt, dann macht er, glaube ich, den Death-Effekt. Also, dass dann jeder im Raum Damage bekommt. Und ich sehe gerade, wir haben hier einen Quack-Key bekommen. What? Das kann man sogar vorher schon bekommen. Wir können es einfach mal einsetzen. Damit kann man so rote Türen halt aufmachen. Aber eigentlich ist das erst für die letzte Ebene. Deswegen wundere ich mich gerade, warum wir das hier schon bekommen haben. Aber auch nicht so wichtig, solange wir dran denken. Okay, in der roten Tür hätten wir gar nichts drin. Toll. Wir müssen auf jeden Fall dran denken, später noch unsere Twinkets abzulegen. Damit die sich dann auch in diese roten Schlüssel aufsplitten. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Aber werdet ihr später noch sehen, wie das alles funktioniert und so. Jojo. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Sterlerlaum. Und diesen Sterlerlaum, mit wem gehen wir rein? Mit Esau, I guess, weil Esau hat mehr Leben. Ich glaube, das ist smart. Irgendwie.
Gabi, Dead Cat! 9 Leben! Ist die Frage, verliert man dadurch schwarze und blaue Herzen? Also. Und, nein! Geil, ey! Man verliert gar nichts! Okay, wir haben jetzt einfach nur 9 Leben dazu bekommen, haben nicht mal rote Herzen dafür opfern müssen und haben immer noch viele Leben. Okay, cool. Hallo, Mutti. Wie geht's denn, Mutti? So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben sie Fool. Okay, wir haben eine Fool-Karte. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Die braucht man. Die wird man auch in dieser Ebene bekommen durch irgendeinen Totenkopfschädel, wo ein X drauf ist. Und wenn wir jetzt Mutter besiegt haben, was hoffentlich nicht allzu lange dauern sollte, wenn sie mich nicht die ganze Zeit treten würde. Bitte tritt mich nicht, Mama. Du magst mich doch eigentlich, oder nicht? Okay, cool. So, besiegt. Dann müssen wir uns mit der Fool-Karte raus teleporten. Wir nehmen natürlich trotzdem noch den Devil Deal mit. Wenn Isaac has no wet hearts, gain flight and chance to trigger a shield. Dann könnte Jacob also fliegen und ein Schild bekommen, ja? Ist doch gar nicht so... Nein, es war doch dumm. Es war dumm, es war dumm. Ich hatte doch diese Krone, die macht, dass ich stärker bin, wenn ich nur ein rotes Herz habe. Toll. Aber dafür kann ich jetzt fliegen. Cool. Ich glaube, mehr Damage wäre besser gewesen als fliegen können. Vor allem, weil Ezo ja trotzdem nicht fliegen kann. Das war schon ganz schön dämlich gerade. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall mit The Fool hier wieder raus. Wenn ich wüsste, wie das geht. So, okay. Und dann gibt es ja nämlich diesen coolen Raum, den man öffnen kann, nachdem man Mom besiegt hat. In dem Stachelraum war ich schon drin, ne? Ja, okay. Und dieser bringt uns nach Gehenna. Und Gehenna ist die Hölle der Juden. Soweit ich das weiß. Nein, sie bringt uns ins Mausoleum 2 und nicht in Gehenna. Okay, Gehenna ist sowieso eine Arschloch-Ebene. Mausoleum 2 ist viel angenehmer. Aber was haben wir? Oh, noch mehr Damage. Jacob, dein Damage. Und er hat so viele Leben, dann machen wir das mit ihm. Beide haben richtig viele Leben. Das läuft richtig, richtig gut. Ich glaube, oh, wir haben eine gute Chance. Ja, geil. Wenn... Oh, Dr. Fetus. Nee, Dr. Fetus ist voll scheiße. Das Spiel suggeriert mir zwar gerade, dass das alles cool ist. Wow. Aber ich mag Dr. Fetus so gar nicht. Nee, nehme ich nicht mit. Nehme ich nicht mit. Leute, nehme ich nicht mit. Habe ich gar keinen Bock drauf. Muss nicht sein. Wir können ja fliegen. Heißt, wir könnten theoretisch mit Jacob hier richtig coole Sachen machen. Weil dann kann uns ja nichts treffen. Wir können uns einfach auf den Stein... Jetzt haben wir sowieso ein Schild. Auch egal. Push me away. Thank you. Aua! Mann, ich hasse das alles. Ich habe ihm noch irgendwas gesagt. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. I don't know. Hier auf jeden Fall noch einen komischen Würfelraum mit einem D100-Effekt. Also eigentlich haben wir natürlich mega gute Items und ich bin zufrieden mit unseren Items. Ich finde blöd, dass ich dieses eine Herz eben abgegeben habe für dieses Wessel-Ding. Oh, weiß ich nicht. Schwierig, ne? Wir können dadurch aber mega stark werden. Wir gucken erstmal nochmal in den goldenen Raum. Kriegen einen Lord of Lies Item. Sind wir Lord of Lies? Nö. Sad. Aber so mega krass stark sind wir auch nicht. Guck mal, wir haben einen 5er Damage und einen 4,4er Damage. Komm, wir machen es einfach. Let's go. Was haben wir? Wir haben sogar unsere Kutte behalten. Okay, wir haben ganz viele komische Effekte. Ich glaube, wir haben so einen Regenbogen-Tränen-Effekt, wenn ich das gerade richtig sehe. Und beim Boss gibt es nämlich nur Death's Note. Genau. Genau, genau. Und wenn man das mitnimmt, dann... Wir müssen hier jetzt erstmal nochmal ein paar Trinkets hinlegen, damit wir das nicht vergessen. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Eigentlich müssen die Trinkets, die in Bossräumen drin sind, zu Wet Keys werden. Heißt, wenn wir jetzt Death's Note mitnehmen, hoffe ich einfach, dass wir jetzt in der nächsten Ebene so ein Wet Key-Ding bekommen. Ja, es hat funktioniert. Mega gut. Okay, man startet sogar in Mausoleum 2. Na, labern immer Mom und Dad hier rum. Und wir gehen von Ebene zu Ebene, immer weiter nach oben. Also ihr merkt schon, wir sind jetzt in Depth 2. Nach dieser Ebene sind wir dann in Depth 1. Es gibt auch keine Bosse, man muss einfach nur hier durchkommen. Es gibt keine goldenen Räume und sowas. Eigentlich ganz witzig, aber auch nicht so spannend. Und... Boah, ich würde sagen, wenn die gleich die ganze Zeit reden, dann spreche ich nicht drüber, damit ihr das einfach mal ein bisschen mitbekommt. Wir sind auf jeden Fall relativ stark und wir kriegen ganz schön viele Spinnen. Funny. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. And you're drunk again, aren't you? Shut up, Mac. Shut up. Just keep pushing me like this. Genau, shut up, Mac. I'm leaving. Good, leave. We'll be fine without you. Wenn die Story nicht so mitbekommt oder kein Englisch kann, so wie ich das verstanden habe,
Hat der Vater die ganzen Say und der sein Pill, nee, danke. Die ganzen Einsparungen der Familie aufgebraucht. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us. Und die Mutter findet das halt nicht so toll und möchte, dass der Vater mit ihr betet und Isaac auch. Damit es dem Vater wieder besser geht und der Familie auch. Und dann verschwindet der Vater. Also ich vermute, irgendwie rausgehört zu haben, dass er ein Alkoholproblem hat. Und wegen dieses Alkoholproblems Geld von der Mutter klaut und immer wegläuft. Und die Mutter findet das halt nicht so cool, jammert ihn die ganze Zeit voll. Ich glaube, wir sind jetzt schon im Haus, ne? Ja. Und das ist die ganze Story dahinter. So, jetzt sind wir bei uns zu Hause, kriegen gar nichts. Cool. Hier gibt es immer auch noch irgendwas. Cool, danke. Die Keys möchte ich eigentlich nicht benutzen. Und jetzt haben wir dieses Quick Key. Das ist nämlich jetzt wichtig. Hier gibt es nämlich eine rote Tür. Und wenn man jetzt den Quick Key hier einsetzt, dann kann man eine Tainted-Version freischalten von dem Charakter, den man gerade spielt. Und wir haben Jacob freigeschalten, wo das gerade so aussah, als wenn Esau nicht dabei wäre. Vielleicht ist die Tainted Jacob und Esau Version die Version, wo Jacob Esau umgebracht hat, weil das wird ja biblisch passen, nicht wahr? Das waren ja irgendwie Geschwister und Jacob hat Esau umgebracht, weil er irgendwie neidisch war. Deswegen kann das schon sein, weil die Tainted Version sind ja meines Wissens die bösen Versionen von den Isaac-Charakteren. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass ich mit Jacob und Esau so weit gekommen bin, weil das sind wirklich, das ist ein richtig Kack-Charakter. Noch schlechter ist eigentlich nur Keeper. Keeper ist mein Hass-Charakter von allen. Und dann kommt schon Jacob und Esau, I guess. Obwohl Bethany auch nicht geil ist. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall ins Bett von Mutti. Und dann landen wir in einer Zwischenwelt, die ein bisschen düsterer ist, als die, die es davor war. Und in dieser Zwischenwelt gibt es einen neuen Boss, was ein bisschen an Little Nightmares 2 erinnert. Und der lauert im Fernsehen, denn das Fernsehen ist sehr, sehr böse. Und ich wollte nochmal kurz gucken, ob wir mit dem Wet Key hier irgendwas bekommen, aber scheinbar nicht. Hallo. So, das ist Enigma. Enigma Plus heißt er, glaube ich. Ist jetzt nicht allzu schwer, dieser Gegner. Man kann ihn selber nicht angreifen. Also so irgendwie dieses Grissel Bild Monster aus dem Fernsehen. I don't know. Aber den Fernseher kann man angreifen, weil aus dem Fernseher entstammt alles Böse. Guckt lieber YouTube, Leute. Lieber Dizzy auf YouTube gucken als Fernsehen. So. Das ist aber nur seine erste Form, denn er hat noch eine zweite Form, bei der er eine Art Engel ist. Das Engelskonstrukt des Fernsehers. Und der hat richtig fiese Attacken drauf. Weil der kann zum einen hier diese komische Dash-Attack machen, wo er dann immer seine Federn verliert. Und man... Ah, fuck, ey. Man rafft immer nicht, wo der hinläuft. Das ist hier gerade ein bisschen komisch zu lenken mit zwei Charakteren, wenn ich ehrlich bin. Hä, die eine Feder ist gerade weggelangt worden. Warum das denn? Ach, ich habe diesen Bone. Ja, witzig. Witzig, witzig. Und er hat Angst vor uns. Das ist das sehr gut. Hier, friss meine Bomben. Okay, das war eine dumme Idee. Ich habe mich selber verletzt. Und, hä, er hat einfach Angst vor uns. Nee, da kommt er doch. Und ich bin natürlich nicht ausgewichen. Warum auch? Aber wir haben ihn gleich. Unsere Leute haben auch noch genug Leben. Ja, haben wir. Aber auch das war's noch nicht, Leute. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja krass, er hat einfach zwei Bosse besiegt. Ist ja wild. Aber nope. Warum auch immer da ein Kreuz rauskommt. Stimmt, war das nicht auch so, dass Mutter Fernsehen geguckt hat? Zu viel Bibel-TV und deswegen so auch verrückt geworden ist nach Gott? Also das müsst ihr mir erklären. Ja, das verstehe ich ja alles nicht, dass das suggeriert, dass das Fernsehen böse ist und so. Man hört draußen die Eltern streiten. Und wir sind irgendwie das Blue Baby und so Lost und überhaupt alles. Und sind jetzt aus irgendeinem Grund in der Hölle. I don't know, Leute. Wenn mir das irgendwer erklären kann, fände ich gut. Vielleicht ist das auch alles so im Kopf von Isaac. Das kann natürlich auch sein. Und ja, das hier ist jetzt der
Wheelie Wheelie Final Boss. Und dieser Wheelie Wheelie Final Boss hat fünf Phasen, soweit ich das weiß. In den ersten vier Phasen kommen mir diese vier Todesreiter. Wer war das denn nochmal? War das Krieg? Nee, Krieg war der Rote, ne? Was war denn der Weiße? Tod? Nee, Tod war auch ein anderer. Tod war der Skelett. Hä, welcher Typ war das denn? Es gab die Faulheit, es gab den Tod, es gab den Krieg. Und wer ist er? Die Pest? Nee, Pest war das andere, ne? Dann ist der hier vielleicht doch... Nee. Ist er die Faulheit? Er kann aber auch nicht die Faulheit sein. Nee, Glutentoni ist doch die Faulheit. Oder Sloth. Sloth ist die Faulheit. Was ist er denn dann für ein apokalyptischer Reiter? Ich verstehe es nicht, Leute. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den erstmal besiegen. Die haben alle zwei Phasen. Wir sind relativ stark. Finde ich ganz gut. Wir können ein Auge rausploppen lassen. Und irgendwie fliegen unsere Tränen sehr, sehr komisch. Wieso fliegen die denn so nach oben? Mega weird. Und das hier ist die Faulheit, nicht wahr? Das sieht mir nach Faulheit aus. Faulheit kann jetzt auch nicht so viel. Der macht halt wie im richtigen Spiel. Ah, das ist aber auch witzig, ne? Dass man jetzt so von links nach rechts angreift. Das ist auch neu. Wie bei so einem Ausweich-Shooter-Spiel wie Gun Deadline oder sowas. Wenn ihr diese Spiele kennt. Diese Massive-Shooter-Teile. Das haben wir auch besiegt. Und guck mal, unsere ganzen Spinnen sind unten in der Lava drin. Wäre ja witzig, wenn die mal ein bisschen angreifen könnten. Vielleicht greifen die beim letzten Boss an, weil der kommt aus der Lava. Das wäre natürlich toll, wenn der dann einfach instant tot ist durch unsere... Oh Gott. Durch unsere Spinnen. So, das ist jetzt der Krieg. Der Krieg hat ganz tolle Tricks drauf. Der hat nämlich immer so eine komische Bombe, die er umher splitten lässt. Die letzte ist irgendwie nicht explodiert. Und in seiner zweiten Form will er ihn immer hacken. Aber ich will nicht gehackt werden, nein! Hack doch wen anders, du brennst! Du bist mir zu heiß. Heiße Leute will ich nicht hacken. Kann sogar sein, dass das mehr als einen Damage macht, wenn er einen hackt. Das ist irgendwie... Au, ja lol, okay, er explodiert halt einfach auch, alles klar. Ja, dass das ein One-Hit ist. Da haben wir den Krieg. Hier bin ich, beim ersten Mal, als ich hier war, gestorben. Weil... Okay, der ist ja gar nicht so schwer. Hä? Man kann ja einfach oben ausweichen. Seine Sensen haben mich jedes Mal getroffen. Aber diesmal sieht das eigentlich ganz gut aus. Man kann die sogar kaputt machen. Funny, funny. Das war gerade jetzt. Okay, interessant. Und als letztes müsste er... Oder ist das schon der letzte? Das war schon der letzte, ne? Ja, okay, dann kommt jetzt der Final-Final-Boss. Okay, let's see, was der so kann. Hello. Wer sind Sie denn? Sind Sie der dreiköpfige Teufel? I don't know. Okay, Ausweis-Action. Runter, hoch. Hey, tut er sich dadurch selber weh? Ich glaube schon. Okay, von mir aus. Das ist jetzt nicht so schwer. Au. Ich weiß halt überhaupt gar nicht, was der kann. Das sieht so aus, als wenn er einen Laserstrahl macht. Oh, ich habe... Das ist assig. Oh, vor allem, weil ich zwei Charaktere habe. Oh nein, wie soll das denn gehen? Okay, der eine wird auf jeden Fall getroffen. Lol. Hallo, wie kacke ist das denn mit zwei Charakteren? Oh nein, ich habe nur noch zwei Leben. Und jetzt kommt aber ein Laser. Okay, ja, war ja klar. Der macht immer einen Laserstrahl. Okay, so, beide wieder zusammen. Haben wir gehittet, Rosa? Haben wir schon besiegt? Nein, okay. Nochmal der ganze Scheiß. Gar kein Ding. Er ist eingefroren. Er wird langsamer. Oh, er bröckelt sogar. Das finde ich immer gut. Das war ja bei Mega Satan auch der Fall, ne? Dass man da in seiner zweiten Form zumindest gesehen hat, wann er bröckelt. Und das scheint hier auch zu sein. Wir haben ihn, glaube ich, gleich schon. Ja, war's das? Vielleicht geht's noch weiter, aber I don't know. Nee, ich glaube, das war's dann. And a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being,
As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Ah! Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house on the top of a... Isaac hat geredet! Süß! Ich finde die Stimme von Isaac richtig knuffig. Und das ist alles über seinem Kopf. Guck, er schreibt, also ja, er ist ein Autor. So, und wir haben jetzt Tainted. Das ist einfach die einzige Sache, die ich mit denen freigeschalten habe. GG. Wir haben jetzt Tainted Jacob. Guck, Esau ist weg. Und Repent for Your Sins steht unter seinem Namen. Das ist dann wohl die Version, wo er Esau schon gekillt hat. Das finde ich sehr, sehr cool, dass das auch aufgegriffen worden ist. Wie in der Bibel. Ja, cool. Haben wir hinbekommen. Mit einem sehr komischen Charakter, mit dem wir doch sehr viel freischalten können. Und die Tainted-Charaktere gucken wir uns natürlich auch mal an. Dann würde ich aber sagen, was war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.